Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Die ersten Tage und die ersten Nächte der letzten 10 Tage des Ramadan sind vorbei. Und nach einigen Gelehrten ist Laylatul Qadr ebenso schon vorbei. Und zwar mit der 23. Nacht. Und jeder sollte sich fragen, hat er seine Zeit genutzt? Und wenn er heute sterben würde, würde er sich freuen, dass er diese letzten Tage und die letzten Nächte so genutzt hat, wie er sie genutzt hat? Oder würde er es bereuen, dass er diese Stunden am Tag und in der Nacht so genutzt hat, wie er sie genutzt hat? Hamad ibn Salama, es wird berichtet, dass er bei nichts anderes gesehen wurde, auch außerhalb vom Ramadan, außer bei dem Verrichten von gottesdienstlichen Handlungen. Entweder hat er gelesen, oder Unterrichte gegeben, oder gefastet, oder Allah subhanahu wa ta'ala gedacht, oder gebetet. Und genau so ist er auch gestorben während des Gebetes. Denn Allah subhanahu wa ta'ala lässt dich so sterben, wie du gelebt hast. Und von einigen Rechtschaffenden wird überliefert, dass sie sogar aufgepasst haben, was sie essen. Und dass sie extra Sachen, Lebensmittel, Nahrungsmittel, die sie viel kauen müssen, dass sie diese nicht gegessen haben, wie zum Beispiel Brot. Warum? Nur damit sie nicht viel Zeit verschwenden bei dem Kauen von Nahrungsmitteln. Und daher jeder sollte sich fragen, habe ich die letzten Tage und die letzten Nächte so gut wie möglich genutzt? Wenn ja, dann frohe Botschaft. Und wenn nein, dann ändere das inshallah und verbringe diese letzten Tage und Nächte vom Ramadan so gut wie du es kannst und lass das eine Schule für dich sein, dass du das auch nach dem Ramadan beibehältst.